Also, ein Todesritter. So ein Wesen ist so furchtbar wie selten. Ganz allein könnte es euch alle zerstören, aber das tut es nur, wenn es beschließt, dass es den Aufwand lohnt. Meine Freundin ging es an, als ob es ein klappriges Skelett wäre, und es lachte sie aus. Ja, das hier ist auch wieder eine Aussage, ob es ein klappriges Skelett wäre, dass es ein Todesritter ist. Es machte sich nicht mal die Mühe, sein Schwert zu heben. So, Selbstüberschätzung wird schlimm enden. Es wird wissen, dass ich eine Bedrohung bin. Ich werde seinen Respekt erzwingen. Ich hätte wenig zu fürchten, trief ich weiterhin auf euresgleichen. Ich werde mich vorsichtig nähern. Zurück kann ich nicht mehr. Wir werden ihm zeigen, dass wir eine Bedrohung sind. Über diese Bemerkung muss ja selbst ich lachen. Da könnt ihr nur beten, dass es euch auch so lustig findet. Ihr wisst es einfach nicht. Das sagt mir rundheraus, was mit euren Freunden geschehen ist. Durch welche starke Magie war es ihm möglich, eure Freunde so einfach zu besiegen? So, ihr denkt, es gäbe keinen Weg, es zu besiegen? Warum seid ihr dann hier unten? Durch welche Magie war es möglich? Ich habe von solchen Dingen gehört, aber ich dachte nicht, dass ich so etwas hier sehen müsste. Die Kreatur hat auch noch damit angegeben, dieser blasierte Bastard. Es hat einen Spiegel des Gegensatzes oder sowas in der Richtung. Alle, die hineinsehen, werden verdoppelt und müssen gegen sich selbst kämpfen. Wenn sie verlieren, sterben sie. Gewinnen sie, haben sie immer noch ihr Ebenbild getötet. Ich habe gehört, dass manche Leute in den Wahnsinn, treibt, aber ich dachte nie. Es besteht keine Chance, aber ich würde es dort drin keine Sekunde aushalten. Und damit hat es eure Freunde zerstört. Warum seid ihr dann hier, wenn ihr doch denkt, dass diese Kreatur unaufhaltsam ist? Und was ist diese kleine Chance, die ihr erwähnt habt? Ihr hattet vorher gesagt, dass ihr nicht glaubt, das Wesen könne besiegt werden. Paar, ich brauche weder Lust noch Tücke. Ich bin stark genug, es direkt mit ihm aufzunehmen. Und damit hat es eure Freunde zerstört? Sie gingen hinein und forderten es heraus. Und es starrte sie an und tat gar nichts. Einen Moment lang wussten sie nicht, was sie tun sollten. Und dann machte es eine kleine Handbewegung und die Hölle brach los. Es erschuf von ihnen allen Ebenbildern und lachte nur, als sie sich sprichwörtlich selbst umbrachten. Dalton hörte ich am lautesten schreien. Ich glaube, er tötete sein Ebenbild und verkraftete es nicht, das tun zu müssen. Er war der Jüngste, sie hatten keine Ahnung und sie haben die eine Chance verpasst, die sie vielleicht hatten. Okay, Dalton hat es bis hier runter geschafft. Vielleicht lebt er doch noch. Welche mörderische Magie hat das erreicht, das wissen wir schon. Warum seid ihr hier, wenn ihr doch denkt, dass das Wesen unbesiegbar ist? Was für eine Chance, von was redet ihr da? Ich hatte ein wenig Zeit zum Nachdenken. Ich kann weder vor noch zurück. Das Wesen dort drin ist vielleicht sogar das... ist da drin, weiß vielleicht sogar, dass ich hier draußen bin. Ich glaube nicht, dass es ihm etwas ausmacht, aber etwas, was es gesagt hat, machte mich nachdenklich. Der Spiegel des Gegensatzes muss sehr mächtig sein. Vielleicht ist er mächtig genug, dasselbe mit dem Dämonenritter zu tun. Jetzt sagt sie wieder Dämonenritter. Nach den Legenden, die ich hörte, haben sie Widerstandskräfte, aber wer weiß das schon, wenn es sich um Magie handelt. Die Regeln sind nicht immer in Stein gemeißelt. Ich werde eure Theorie im Kopf behalten, aber ich denke, ich werde stattdessen einfach Kraft verwenden. Es hört sich so an, als ob das Wesen wenigstens die respektiert. Ihr meint, ich sollte den Spiegel finden und ihm selbst vorhalten? Das hört sich zu einfach an. Ich weiß, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man so einfach an den Spiegel herankommt. Und selbst wenn, ihr könnt ihm dann ebenfalls ausgesetzt werden. Ich konnte einen Blick in den Raum werfen und er sah nicht sehr groß aus. Jeder im Raum kann ihm zum Opfer fallen. Ich denke, ich versuche es zuerst auf meine Art. Ein kleiner direkter Angriff, um das Biest auf seinen Platz zu verweisen. Naja, wer nicht wagt, der nichts gewinnt. Timora steht mir bei, ich versuch's. Ein kleiner direkter Angriff. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass ihr einen grausamen Todes sterben werdet. Für Glück, ihr werdet es brauchen. Ich habe eine Frau in den... Also hier oben wird der Tanari erwähnt, den ich gemeint habe, aber... Wo ist es denn? Der Turm wurde von der Reichtümer angesammelt, und die Geschichte über den Reichtum verbreitet, verwandelte Durlak, Durlak brachte Schlösser. Genau, irgendein Wesen aus der Hölle. Hier deutet es wieder darauf hin, dass es ein Balor ist, also ein Teufel, weil nur Teufel aus den Höllen kommen. Entschuldigung, Balor ist die Hölle, Batetsu sind die Teufel. Ja.
Also, dass es ein Batetsu, ein Teufel ist. Hat offenbar Durlaks Tomi seine Gewalt gebracht. Es war eine skelettartige Gestalt in Rüstung. Das wiederum deutet auf den Todesritter hin, die skelettartige Gestalt, die mit Kugelblitzen um sich warf, als wäre es gar nichts wäre. Na gut, Todesritter können Magie anwenden. Was es auch war, es hatte unglaubliche Kräfte. Dum 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 dum. Und wo war das andere? Ah ja. Einige seien tödlich und boten einigen keine zweite Chance. Dieser Ort sei nicht gedacht, Leute in Eindringen zu hindern, sondern zu töten. Er fürchtete sich auch vor der Kreatur, die dort drinnen haust. Angeblich handelte es sich dabei um einen Todesritter, eine Art mörderischer Diener der unteren Ebenen, der noch dazu äußerst mächtig zu sein scheint. Das hier deutet jetzt wieder auf den Dämonenritter hin, weil die unteren Ebenen sind die eben die neuen Höllen und der Abyss. Also die 666 Ebenen des Abyss, wenn man es genau nehmen will. Ja. Dennoch dazu heißt das, zu mächtig zu sein scheint. Bayard meinte, dass er direkte Angriffe, dass die direkten Angriffe eines solchen Geschöpfes gleichbedeutend mit Selbstmord wären. Ja. Todesritter. Hatten wir noch was über den Todesritter? Das muss ich jetzt mal gerade kurz gucken. Das waren die Prüfung der vier Wächter. Ja, das war das böse Wesen, was zum Turm gehörte. Ja gut. Lassen wir es einfach mal dabei. Ja? Da wäre die Treppe. Hier gibt es noch eine Kiste und hier sind überall Symbole. Und natürlich ist die Kiste auch noch mit einer Falle versehen. Oh, ein Umhang. Dumm, dumm, dumm. Umhang des Schildes. Dieser Umhang projiziert ein Energiefeld, das den Träger vor Geschosswaffen schützt. Angriffswaffen werden außerdem etwas verlangsamt. Rüstungsbonus gegen Geschosse plus 5 und ein Rüstungsbonus gegen alle anderen Waffen. Dauer eine Runde, Anzahl der Ladungen unbekannt. Kann nicht verwendet werden von... Ja, den kriegt mal Dünner hier. Und ja, dann machen wir das Ganze so. Du kriegst den Umhang und du kriegst den Ring. So, jetzt kannst du nämlich den, können wir nämlich den, die Umhänge und alles so ein bisschen verteilen. So. Gut. Mich kümmert's nicht. Hier lang. Dann schnappst du dir wieder die beiden. Wir sind immer noch total überfüllt. Okay. Das heißt, es ist mal wieder Buff-Zeit. Nichts leichter als das. Alle mal aufstellen. Ihr braucht meine Hilfe? Man kann es ja mal versuchen. Wo habe ich Khalids Umhang gelassen? Nein, oder? Der ist noch da unten. Der liegt noch hier irgendwo rum. Da liegt Khalids Umhang. Ja. Das heißt, Khalid, renn mal dahin. Man kann's ja mal versuchen. Ignoriere unterwegs jeden Gegner. Zum Glück hast du ja Speedschuhe an. Dumm die dumm. Wow, sogar geschafft, ohne verletzt zu werden. So, danke. Und dann rennen wir mal schnell wieder zurück. Wow. Khalid ist gut.
Wie konnte ich nur Kadits Umhang vergessen? Das ist jetzt irgendwie peinlich. So, okay. So. Ja. Schleuder kann leider keiner mehr tragen, dann bleibt ihr auf dem Boden liegen. Schleuder ist eh nicht viel wert, auch eine plus 1er Spalte. So, da ist der Umhang hier. Wir können einen Quicksave machen und dann wird hochgebufft. Ja? Was du wollt ihr? Trinkst einen. Trinkst den da. Du trinkst den da. Du trinkst den da. Du trinkst so einen. Haben wir noch Heldentränke überschüssige? Wir hätten da Heldentränke. Dann trinkst du halt noch den da. So, dass wir Stärke haben. Immerhin trink den. Du kannst keinen trinken. So. Was? Es gibt so viele Orte. Da wird jetzt gebufft. Ja. Weil du hast nur einen Feuerodemstrank. Was wollt ihr? Was immer ihr braucht. Päuschen einschalten. Was? Das da einwerfen. Das da anwerfen. Ich bin ganz gut. Du kannst da noch verschwimmen. Ja. So. Was wollt ihr? Du brauchst auf jeden Fall noch, haust auf jeden Fall noch Schutz vor dem Bösen rein. Dann genau Verteidigungskoordination und den hier noch. Ihr habt gerufen. Du kannst noch so eine Kugel anschmeißen. Und da warst du es eigentlich mit Schutzzaubern. Was gut. Das heißt, wir können reingehen. Nichts leichter als das. Der Tod heißt euch willkommen. Ja, und du siehst eher aus wie ein Todesritter, hä? Steht auch da, Todesritter. Die Spinne sagt zur Fliege, willkommen in meinem Heim. Ihr seid gekommen, um zu sterben, davon bin ich überzeugt. Euer kleiner Angriff im oberen Geschoss konnte mich nicht aufhalten. Ich bin hier, um euch zu erledigen. Ich bin gekommen, eure Böswilligkeit ein Ende zu setzen. Hallo ihr dort, wie wär's, wenn wir euch ganz nett bitten würden zu gehen und ihr würdet gehen. Redet doch, wenn ihr müsst, ihr werdet dennoch sterben. Ich bin gekommen, eure Böswilligkeit ein Ende zu setzen. Natürlich seid ihr das, ihr kamt her, um für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Und ihr glaubt, das gibt euch Kraft. Man wird eurer als tapferen Märtyrer gedenken, was man eure Leichen findet. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass niemand erfährt, dass ihr hier umgekommen seid und euer Name gerät bald in Vergessenheit. Ihr seid mir nicht im Weg, genauso wenig wie die Belger da hinten. Ihr habt euren Zweck erfüllt und nun werdet ihr sterben. Ihr scheint eurer Sache ziemlich sicher zu sein für jemanden, der seine Kraft nur an Kindern und niedrigen Chargen ausprobiert. Mein Zweck erfüllt, ich habe nichts getan. Ihr habt genau das getan, was ich wollte. Ich brauche ein Lager, das befestigt und sicher ist. Außerdem wünsche ich nicht, dass mein Lakaien bei jedem Schritt der Tod lauert. Ich locke ein paar dumme Abenteurer an und die werden die Böden schon sicher machen. Sie kommen bis hierher und sterben hier. Da muss ich mir noch nicht einmal die Hände schmutzig machen und die Fallen selbst entfernen. Diese dummen Sterblichen bringen sich selbst um mit meinem Spiegel des Gegensatzes. Dunlak hat mir ein schönes Heim gebaut und ihr habt mir gute Dienste geleistet. Es ist die Pflicht des Fleisches, sich abzurackern und dann zur letzten Ruhe gebettet zu werden. Vielleicht gibt ihr als Fleischlicher auf und kehrt zurück. Ich zweifle jedoch daran, dass ihr so privilegiert seid. Ja, er scheint wirklich ein Untoter zu sein, so wie er redet. Ich weiß zwar nicht, was ihr mit diesem Ort vorhabt, aber ihr werdet nicht dazu kommen. Ich werde euch bis aufs Letzte bekämpfen. Hochmütiger Teufel, jetzt habt ihr preisgegeben, dass ihr diesen Ort als Lager benötigt. Was habt ihr vor? Ihr wollt doch nicht, dass ich es aus euch herausprügle. Die an diesem Ort versteckten Schätze werden zweifellos alles finanzieren, was auch immer aus
was ihr auch immer auszieht. Da fällt garantiert mehr ab, als ihr euch allein, als ihr für euch alleine benötigt. Dann haltet mir euren verfluchten Spiegel entgegen. Versteckt euch meinetwegen dieses Mal hinter eurer Magie. Nächstes Mal bin ich stärker. Ich werde euch bis aufs Letzte bekämpfen. Euer Vorsatz wird eine gute Grabschrift angeben. Das ist die letzte. Dies ist das Letzte. Hier werde ich eure Knochen zu Staub zermalmen. Ihr habt nichts entdeckt, das nicht mit eurem Tod ins Grab geht. Ich werde euch Schmerzen zufügen, wie ihr sie nie gekannt habt. Ich werde nicht mal meinen Klunker an euch riskieren. Ihr werdet die Ehre haben, durch meine eigene Hand zu sterben.